Willkommen am zweiten Tag hier in Cannes. Wir sind hier am roten Teppich und zwar von der Nebenschiene Certain Regard. Den Vormittag haben wir aber genutzt, um uns die Stars im Hotel Eden Rock anzuschauen. Zumindest haben wir das versucht. Wir haben eine Bootstour gemacht und dabei ein paar Paparazzi gesehen, aber eben leider keine Stars. Am Nachmittag ging es aber dann weiter für mich mit dem ersten Film aus dem Filmmarkt. Das war der Film White Bird on a Blizzard von Greg Araki. Der ist schon im Sundance Film Festival gelaufen. Und der Regisseur hat vor ein paar Jahren hier im Wettbewerb oder in einer, ich glaube, Certain Regard war es, den Film Kaboom gehabt. Und der Film ist nicht ganz so knallbunt wie dieser damals, aber doch sehr farbig für einen Schneesturm, nämlich sogar ein weißer Vogel in einem Schneesturm kommt rüber wie ein Foto von David LaChapelle. Insgesamt aber ein wunderbarer Film mit einem schönen Ende, mit einem überraschenden Ende, wo ich jetzt gar nicht so viel verraten will. Mit einem kleinen Kaboom quasi zum Schluss. Der große Film des Tages war aber für uns natürlich, den haben wir beide heute angeschaut. Das war The Go-Go Boys über die Geschichte von Canon Films. Und bevor ich dazu was sage, noch ein Hinweis. Ich bin heute an der Croisette herumspaziert und habe doch noch jemanden zufällig gesehen, nämlich Mathieu Amalric, der neben mir gestanden ist. Das ist der Bond-Bösewicht aus Ein Quantum Trost. Aber jetzt zurück zu The Go-Go Boys. The Inside Story of Canon Films, Golan Globus. Das ist für mich ein sehr interessanter Beitrag gewesen. Eine Dokumentation über Aufstieg und Fall der berühmten Filmfirma aus den 80er und Anfang der 90er Jahre von Menachem Golan und Joram Globus, die eine unglaubliche Karriere hingelegt haben, aber natürlich auch einen riesen Sturz dann verbuchen mussten. Und der Film, diese Dokumentation hat ganz viele große Momente. Sehr spannend übrigens im Hinblick auf Cannes. Man sieht, Anfang der 80er Jahre gab es noch nicht einmal einen roten Teppich, der zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund natürlich zum obligatorischen Programm eines jeden Filmfestivals hier gehört. Und es hat natürlich auch viele andere Anekdoten gegeben. Eli Roth zum Beispiel meint, von Canon Films haben wir Ninja-Filme, Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme und viele andere. Vor allem auch einen Breakdance-Film namens Breakin', der Anfang der 80er Jahre über 100 Millionen Dollar in den USA eingespielt hat. Und auch ein Grundstein für diesen unglaublichen Erfolg am Box-Office war. Ein Film nicht nur für Canon-Freunde sehr interessant, sondern überhaupt für alle Freunde, die sich für Filmproduktion interessieren und vor allem auch für wahre Filmleidenschaft. Menachem Golan ist im positiven Sinne ein Wahnsinniger und da kann man sich schon einiges abschneiden davon. Ah, yes, das ist die Regisseurin. Was Menachem Golan reading in front outside. Of... Yeah, outside. He came first. Yeah. He was there and he's going to come tomorrow after the screening also and Joram Globus as well. Excellent. You know, Menachem is he's 87. Yeah. And he also he had a little stroke and he broke his hip 3 weeks ago. Oh, no. And then he heard we are going to Cannes, suddenly he's fine. Yeah, that's so, very interesting. You know, what's interesting that some of them, like for example, the Apple, yeah. When they did it, it was really not a success, but actually now it is. Yeah. So it's over the years, it seems like that more people appreciate the films, which is very interesting. Yeah. And I especially also liked when Menachem Golan is saying at the beginning, if you want to make movies, you can, I don't know, kill your aunt and yeah, take the money and... You have to devote yourself to the movie, you have to dream about it, kill your aunt, steal their money, make a movie. So congratulations to a you. very, very, yeah, passionate Thank you. movie. Thank you. And,